Schön, dass Sie hier sind. Herzlich willkommen auf Kampnagel zu Eine Stunde Zeit mit Annalena Baerbock und auch herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen von Zeit, Zeit Online und Phoenix, die das in einer Übertragung sehen. Mein Name ist Roman Plätter, ich leite das Wirtschaftsressort der Zeit. Und ich bin Tina Hildebrandt, ich leite das Politikressort der Zeit. Und gemeinsam begrüßen Tina und ich heute Annalena Baerbock, die Bundesaußenministerin und Grünen-Politikerin. Es gibt sehr viel zu besprechen und wir wollen Ihnen, liebes Publikum, auch die Möglichkeit geben, Frau Baerbock ein bisschen persönlich kennenzulernen, was nun dazu führt, dass wir so viele Themen haben, die Sie wahrscheinlich interessieren werden, dass wir nicht alle machen können. Zunächst mal, wir freuen uns sehr, dass Sie hier sind, Frau Baerbock. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Das ist laut, ne? Schönen guten Abend. In diesen dunklen Sälen kann man nicht immer alle sehen, aber ich freue mich, dass Sie auch alle heute hier sind und dass ich mal wieder in Hamburg sein darf. Ja, sehr schön. Wir freuen uns sehr. Wissen Sie eigentlich noch, wie viele Kilometer Sie zurückgelegt haben, seit Sie im Amt sind als Außenministerin? Oh nein, aber das kontrollieren sicher sehr, sehr viele Leute per Flight Tracker. Also viele, das steht fest. Jetzt kommen Sie gerade vom Hafen hier in Hamburg und Sie machen eine Sommertour. Das haben Sie früher auch schon gemacht. Sie sind in Deutschland unterwegs. Sie kommen aus der Welt nach Deutschland zurück in gewisser Weise. Einmal bitte in drei Adjektiven. Wie fühlt sich Deutschland im Moment für Sie an? Schön. In Hamburg regnerisch. Und liebenswert. Wir springen gleich wieder, machen einen Sprung über den Teich. Und das hat uns ja alle wahnsinnig beschäftigt in den letzten Wochen und Monaten, dieses unglaubliche Schauspiel dort. Jetzt kandidiert Kamala Harris für das Amt der wichtigsten Frau der Welt. Sie wäre die erste Frau im US-Präsidentenamt. Kennen Sie sie? Haben Sie sie schon mal getroffen? Ja, ich habe sie auf der Münchner Sicherheitskonferenz, ich glaube, zum ersten Mal vor 2 Jahren getroffen. Da haben wir uns auch länger unterhalten. Und dann im letzten Jahr und auch, ich glaube, in diesem Jahr war sie auch wieder da. Ja, also ein bisschen kenne ich sie schon. Und das zeigt, glaube ich, ja schon in diesen Zeiten, die stürmisch sind, wo wir ellenlang darüber reden könnten, wie furchtbar alles ist, wie schön es vor allen Dingen auch in Demokratien ist, dass Wahlen sehr, sehr spannend sind. Und jetzt wählt nicht nur die USA, sondern ein Drittel der Menschen auf der Welt, die wählen in diesem Jahr. Und es zeigt uns, glaube ich, allen, wie sehr wir gefordert sind, aber auch, Sie haben nach unserem Land gefragt, was für ein großes Glück es ist, dass wir in einem Land leben können, genauso wie die Vereinigten Staaten von Amerika, wo man frei wählen kann und wo man sicher ist, dass man für seine Meinung nicht eingesperrt wird. Was? Was verbinden Sie mit Frau Harris? Power, weibliche Stärke. Also ich glaube, es ist ja auch kein Zufall, dass das als allererstes angegriffen wird, jetzt gerade in diesem Wahlkampf. Und ich habe eben, das ist das Schöne auch auf so einer Sommerreise, ist ein bisschen langsamer als bei meinen Reisen sonst, nicht nur, weil ich mit dem Bus fahre, sondern weil wir halt ganz bewusst immer wieder auch Stopps machen, wo ich mit Menschen ins Gespräch kommen kann. Und eben, als wir mit unserem großen Reisebus hierher gekommen sind, das jüngste Video von ihr angeschaut. Und da geht sie ja mit einer vollen Kraft und Offensive und ganz viel Charme wirklich direkt auf die Felder, wo sicherlich Trump versuchen wird, sie anzugreifen. Nämlich auch mit Blick auf ihre Stärke und ihre Weiblichkeit. Und alles ist immer überschrieben mit Freedom to live without violence of guns. Also mit Blick auf die Gewalt von Waffen und den Waffenbesitz in den USA. Und das positiv gelabelt als Freiheit, nämlich zum Schutz vor Waffengewalt. Oder auch Freedom to make your own decision about your own body. Also dieses große Thema von mit Blick auf Abtreibung, ja, wo ja auch bei uns manche sagen, oh Gott, das spaltet und in diesen Zeiten von Populismus sollten wir das Thema lieber nicht anfassen. Ganz im Gegenteil, total in die Offensive zu gehen und sagen, das ist ein Recht, aus meiner Sicht auch ein Menschenrecht, von Frauen über seinen eigenen Körper selbstbestimmt entscheiden zu können und das offensiv zu fahren. Ich glaube, das ist genau richtig in diesen Zeiten von Fake News und vor allen Dingen, in dem auch immer wieder versucht wird, auch in den USA vom Gegenkandidaten Frauen klein zu machen. Wir sind ja eigentlich... Eigentlich sind wir noch bei der Außenpolitik, aber vielleicht kurz dazu, der Paragraph 218 ist ja auch in Deutschland ein Thema. Die Koalition hatte vor, da einiges zu verändern.
Nun ist das ja eines der wenigen Themenbereiche, wo die Koalition funktioniert, die gesellschaftspolitischen Themen, dachte man. Warum ist da noch nichts passiert? Es gab eine Kommission, die eingerichtet worden ist vom Justizministerium, bekanntermaßen FDP geführt, vom Gesundheitsminister SPD geführt und der Familienministerin und Frauenministerin Grün geführt. Und diese Kommission ist einstimmig zu dem Schluss gekommen, geht auch um andere Fragen wie Leihmutterschaft, aber eben auch um Paragraph 218, dass das, was bei uns ja nach wie vor verankert ist, und was auch aus meiner Sicht vollkommen aus der Zeit gefallen ist, nämlich, dass es grundsätzlich erstmal strafbar ist, man könnte sagen, eine Abtreibung vorzunehmen oder als Frau selber über seinen Körper zu entscheiden, ob man noch ein Kind haben möchte, dass das nicht mehr ins Strafrecht gehört. Das ist eine einstimmige Empfehlung dieser Kommission. Und ich glaube, wir tun sehr, sehr gut daran, nicht nur, was wir jetzt in den USA sehen, dass das als ein Freiheitsthema auch stark von Kamala Harris gefahren wird, sondern auch in Frankreich. In der Situation, wo es ja auch stark polarisierend zuging, bekanntermaßen in unserem Nachbarland gerade Wahlen stattgefunden haben, dass in dieser Situation eben dort auch der französische Präsident gesagt hat, es ist ein Recht von Frauen und das sogar in der Verfassung verankert hat, in den ersten Wochen selber zu entscheiden, ob man noch einmal schwanger werden möchte, weil in den ersten Wochen natürlich die Frage von einem Fötus noch ganz anders zu bewerten ist als in späteren Wochen. Und deswegen, glaube ich, wäre es auch bei uns sehr empfehlenswert, das jetzt nicht als parteipolitische Frage zu diskutieren, sondern wie wir das bei so vielen anderen ethischen Fragen auch machen, eine Selbstverständlichkeit, dieses Frauenrecht, was es aus meiner Sicht ist, in den ersten Wochen der Schwangerschaft selbstbestimmt über seinen Körper entscheiden zu können. Und Sie merken schon, das ist ein Thema, das beschäftigt mich, weil ich glaube, mal immer wieder auch die Gegenfrage zu stellen. Welcher männliche Politiker hat sich denn mal ernsthaft gefragt, was bedeutet es, ungewollt schwanger zu sein oder gar vergewaltigt worden zu sein? Und dann nehmen wir uns beide hier. Ich würde sagen, zwei Frauen mitten im Leben. Wir haben beide, wenn ich das verraten darf, bereits Kinder. So, dann kommt man in der Situation, wo man dann nochmal schwanger ist. Und wenn man es dann einmal googelt, kommt als erstes, eigentlich steht es im Strafgesetzbuch, man traut uns beiden nicht zu, dass wir in der Lage sind, selber für uns zu überlegen, wo wir schon Kinder haben, ob das jetzt die richtige Entscheidung ist, sondern sagt, es ist nur nicht strafbar, ansonsten begeht man eine Straftat direkt hinter Mord und Tötung, wenn man sich beraten lässt. Und all das umzukehren und so wie in Frankreich einfach deutlich zu machen, es gibt einen Rechtsanspruch auf Beratung, es gibt ein Recht auf Unterstützung. Und das ist eben nicht was, was nur Frankreich macht, sondern die WHO, die Menschenrechtskommission, all diese Organisationen, wo wir sonst mal als deutsche Vorreiter sind, sie empfehlen genau das, Frauen in so einer schwierigen Situation zu unterstützen und sie nicht zu kriminalisieren. Und ich glaube, das ist auch bei uns mehr als überfällig. Heißt das, Sie finden, Sie sind ja in der Regierung, die Regierung hat diese Kommission beauftragt, das heißt, Sie finden, das ist was, was die Regierung auch noch anpacken sollte in ihrer kurzen Zeit. Denn es ist ja interessant, was Sie sagen, in den USA, da kamen wir ja her, da hatten ja eigentlich die Republikaner mal gedacht, damit kann man gut Wahlkampf machen. Das hat sich herausgestellt, das ist gar nicht so. Die sind da jetzt ein bisschen in der Bredouille und hier ist es auch ein Thema, wo sich die Koalition, mein Kollege hat es ja gesagt, ja mal einig ist, es gab viel Streit, aber darüber eigentlich nicht. Es gibt auch eine breite Mehrheit in der Bevölkerung. Muss es also, macht die Regierung das noch? Also ich glaube, es war ein richtiger Weg, dass wir auch als Regierung gesagt haben, das ist keine parteipolitische Frage, sondern das ist eine Frage von der Selbstbestimmung des eigenen Körpers von Frauen. Und deswegen finde ich das sinnvoll, wie es im Zweifel auch in anderen Ländern gemacht wird, das als eine gesamtgesellschaftliche Frage, Sie haben es angesprochen, die übergroße Mehrheit in unserem Land findet es selbstverständlich. Und das dann im Parlament, ich hatte es ja gerade bereits gesagt, wir haben auch beim Thema Sterbehilfe, wir haben beim Thema Organspende Debatten, wo wir sagen, das ist keine Frage für Koalition oder parteipolitische Scharmützel, sondern so eine wichtige gesellschaftlich-politische Frage, dass man gruppenübergreifende Anträge macht. Und aus meiner Sicht wäre das auch in diesem Fall
genau das Richtige. Und meistens sind das dann auch die besten Debatten im Bundestag, weil man nicht schon weiß, die Regierung sagt das, die Opposition sagt das, sondern wirklich jeder Abgeordnete aus seiner Überzeugung dann argumentiert. Und ich glaube, das wäre ein Thema, wo es uns andere Länder vorgemacht haben, dass es eigentlich gar nicht so schwer ist. Lassen Sie uns zurückkommen zur Außenpolitik. Die Begeisterung über Kamala Harris war bei den Demokraten groß, teilweise auch in den Medien. Wenn man hier die Medien gelesen hatte, hatte man fast den Eindruck, sie hat schon gewonnen. Tatsächlich sieht es ja umfragemäßig momentan noch etwas anders aus. Trump hat auf die Frage, ob er ein Diktator werde, nach der nächsten Wahl geantwortet, nur am ersten Tag. Halten Sie Amerikas Demokratie im Falle eines Wahlsieges von Trump für gefährdet? Also gerade natürlich als eine Europäerin, die mit ansehen musste, was in einem unserer nicht direkten, aber dann doch auf unserem Kontinent, Dankeschön, liegenden Nachbarländer passiert, wenn ein Land in eine Situation abrutscht, dass nicht nur Frauenrechte maximal unter die Räder geraten, sondern Freiheitsrechte, in dem Menschen eingesperrt worden, weil sie gegen den russischen Präsidenten selber antreten wollen, darf man über Diktatur nicht scherzen, sondern es ist viel zu kostbar, unsere Demokratie zu bewahren. Und deswegen ist es für mich gerade in diesen turbulenten Zeiten, wo wir sehen, dass Demokratien weltweit unter Druck sind, auch bei uns in Europa oder auch in den USA, von außen wie von innen, ebenso wichtig, als liberale Demokratien zusammenzuarbeiten. Und genau das wollen wir weiterhin mit unseren engen Freunden auf der anderen Seite des Atlantiks, unsere demokratischen Werte gemeinsam zu verteidigen. Und da gibt es offensichtlich Unterschiede zwischen den beiden Parteien und vor allen Dingen zwischen den Kandidaten, die dort gerade antreten. Darf ich noch einmal nachfragen kurz? Übrigens, wir haben eben gefragt, ob wir einen roten oder einen grünen Tee bringen sollen. Es wurde jetzt ein roter Tee. Ich glaube, es ist kein Zeichen. dass ich alles andere als ideologisch bin, sondern mein Tee sehr meinem Geschmack nach Früchten folgt. Interessant fand ich, dass Sie nicht nach einem gelben Tee fragten. Gibt es denn überhaupt grün, ja. Schwarz, rot? Nein, die Frage, Sie haben gerade angesprochen, dass man zusammenstehen muss. Die Frage ist nur, zum Beispiel Jens Spahn, der ja jetzt in einem Interview gesagt hat, man solle nicht gleich sich vor der Diktatur fürchten wegen Trump. Nun hat er ja Wahlergebnisse nicht anerkannt. Deswegen noch einmal konkret, halten Sie die Demokratie Amerikas für gefährdet, für den Fall, dass Trump nochmal gewählt wird? Na, wir haben gesehen, dass unter der Trump 1-Amtszeit, und das ist ja kein Geheimnis, und vor allen Dingen danach, als es ja wie in jeder Demokratie üblich Wahlen gegeben hat, alle haben dann befunden, dass die frei und fair waren und dann der Amtswechsel eigentlich vollzogen werden sollte, wenn wir uns nochmal an diese Zeit zurückerinnern, den Sturm aufs Kapitol. Ja, da haben wir, glaube ich, alle hier und erst recht viele Amerikanerinnen und Amerikaner gedacht, oh mein Gott, was passiert in unserer so alten Demokratie, wo Institutionen, demokratische Institutionen im wahrsten Sinne des Wortes angegriffen werden. Und es war in einer Situation, wo das auch geschürt worden ist, auch aus dem Trump-Umfeld, auch wenn wir uns daran erinnern, was es da für Aufrufe gegeben hat. Und deswegen ist ja immer die Frage auch, und wie schützen wir unsere Demokratie? Und eine unserer Lehren, gerade auch in Deutschland und das auch wieder partei- und fraktionsübergreifend, war ja, wir brauchen starke Institutionen. Demokratien leben davon, dass es freie, unabhängige Gerichte gibt. Warum wollten einige Akteure in den USA genau das weiter beschränken? Weil sie offensichtlich starke öffentliche Institutionen fürchten. Die Gewaltenteilung, all diese Fragen. Und deswegen ist es aus meiner Sicht so wichtig, dass wenn wir sehen, dass in anderen Ländern, in anderen Demokratien eben diese demokratischen, die institutionellen, die rechtsstaatlichen Organe ausgehöhlt und angegriffen werden, dass wir eben nicht schweigen. Auch das ist für mich verantwortungsvolle dann Außenpolitik, dass wir uns gegenseitig als Demokratien darauf verlassen können, dass wenn unsere Demokratien unter Druck sind, wir da sind und nicht schweigen. Das heißt nicht, dass zum Beispiel auch ich nicht mit den Republikanern im engen Austausch auch in den letzten Jahren gewesen bin. Ich war auf einer meiner letzten USA-Reisen ganz bewusst in Texas gewesen, habe mich dort mit dem Gouverneur Abbott getroffen,
Abtreibung war da auch ein kleines Thema, aber nicht das Hauptthema, sondern das Hauptthema war natürlich die Situation in der Ukraine. Das Hauptthema war aber auch, dass es da sehr, sehr viele deutsche Unternehmen gibt und Texas einer Seite mit einem Fuß noch in der alten Ölindustrie, fossilen Welt steht und Erneuerbare. Und ich deswegen auch gesagt habe, wir sind sehr gespannt auf den Ausgang dieser Wahlen. Für uns ist aber wichtig, können wir uns nach diesen Wahlen, wenn Ihre Partei gewinnt, darauf verlassen, dass die Ukraine-Unterstützung noch so weitergeht, weil ich möchte auch gerne, dass deutsche Firmen weiter in Texas aktiv sind. Nur wenn die jetzt das Gefühl haben, im Zweifel sind so Ideen, die NATO nicht mehr zu unterstützen, nicht nur Ideen, sondern es sollte dann kommen, dann hat das natürlich auch Auswirkungen auf unsere wirtschaftliche Zusammenarbeit. Und das ist für mich in solchen Zeiten total wichtig, dass man in dieser komplexen Welt dann gerade auch immer deutlich macht, da wo man Dissens hat mit anderen Regierungen, mit anderen Parteien, dass man immer wieder ins Gespräch kommt, nämlich nicht sagt, wir sprechen nicht mehr miteinander, sondern die Komplexität im Zweifel darstellt oder auch, was eben wirtschaftliche Beziehungen mit der Friedenssicherung in Europa zu tun haben. Und da hat man dann schon auch sehr interessante, unterschiedliche Stimmen gehört, auch von republikanischen Vertretern, die dann so Äußerungen wie, naja, ob wir die Ukraine weiter unterstützen, alles andere als für ein gegeben halten. Und das wäre dann eine Herausforderung, an der wir natürlich intensiver arbeiten müssen als jetzt mit einer Administration Biden und Harris, wo wir, glaube ich, so eng zusammenarbeiten wie fast nie zuvor, weil es uns beiden darum geht, dass wir nicht nur die Ukraine unterstützen, sondern wie gesagt, unsere Freiheit, unsere eigene Sicherheit und vor allen Dingen unseren Frieden gemeinsam verteidigen. Willkommen. Wir kommen gleich noch ein bisschen ausführlicher auf die Ukraine. Sie haben Trump 1 erwähnt, so reden wir inzwischen schon von Trump 1. Inzwischen bereiten sich alle auch sehr intensiv darauf vor, dass es Trump 2 geben könnte. Sie haben das beschrieben, insbesondere seit dem Duell mit Joe Biden. Was meinen Sie denn, angenommen Trump wird gewählt, wen wird er denn als erstes anrufen in der Welt oder in Europa? Das weiß ich nicht, mich wahrscheinlich nicht, aber... Also ich weiß es nicht und ich finde es auch total falsch, darüber zu spekulieren. Und nicht nur, weil ich Außenministerin bin und wir uns nicht in die Wahlen von anderen einmischen, sondern weil, was ich gerade gesagt habe, das nicht nur eine Floskel ist. Demokratien sind herausgefordert, aber das bedeutet ja nicht, den Kopf in den Sand zu stecken, sondern umso mehr für das zu kämpfen, was einem wichtig ist. Ich frage, ja. Da ganz kurz den Gedanken. Wir haben das zum Beispiel in Polen gesehen. Da war auch lange Zeit es nicht so einfach, die Zusammenarbeit jetzt wieder als Außenministerin, als deutsche Außenministerin mit unseren polnischen Nachbarn, obwohl es für die Menschen so großartig und wichtig gewesen wäre. Und da galt es auch lange, ja Gott, in Polen, das wird sowieso nichts mit einer neuen Regierung. Und wenn wir dann von außen noch sagen, ja, da glauben wir eigentlich auch überhaupt gar nicht dran, dann schreibt man ja gerade die Kraft dessen, was Demokratie ausmacht, nämlich dass die Menschen frei entscheiden, dass sie vielleicht auch von guten Argumenten überzeugt werden, dass es was bringt, auch auf die Straße zu gehen und demonstrieren. Genau das spricht man denen ab. Und wir haben ja gerade in Polen gesehen oder auch in Frankreich, was für eine Power und Stärke es dann doch gibt, wenn sich Menschen zusammentun und eben nicht den Kopf in den Sand stecken. Und deswegen halte ich überhaupt nichts davon, zu spekulieren, was wäre am Tag nach einer US-Wahl, wo wir heute noch überhaupt gar nicht wissen, wie sie überhaupt ausgehen wird. Ja, das stimmt. Da haben Sie recht, aber die Frage zielt ja darauf ab, dass wir alle ahnen, es könnte dann für uns eine Situation entstehen, auf die wir uns vorbereiten müssen. Und das tun Sie ja auch in der Bundesregierung. Also speziell Ihr Haus bereitet sich ja auch vor. Deswegen habe ich gefragt und Sie haben die Ukraine erwähnt. Und da sagt Trump, wie auch sein neuer Vize Vance, das ist ein europäischer Konflikt, der ist weit weg von uns. Warum sollen wir eigentlich dafür mehr bezahlen als ihr? Hat er da einen Punkt? Nein, und das ist, deswegen sind mir Gespräche auch so wichtig. Und wie gesagt, es ist nicht nur, dass ich nach Texas gereist bin, sondern es kommen auch sehr viele Kongressmitglieder immer wieder nach Deutschland und dann immer gemischt, logischerweise Demokraten und Kongressabgeordnete. Und da ist es dann wichtig, auch deutlich zu machen, was Ukraine-Unterstützung für uns eigentlich bedeutet. Auch in Deutschland reden wir leider
Und Sie wissen alle, dass ich es für absolut notwendig finde, dass wir auch mit Waffen die Ukraine bei ihrem Recht auf Selbstverteidigung unterstützen. Aber auch wir reden dann immer über die gut 8 Milliarden Unterstützung mit Blick auf Waffenlieferung. Wir leisten aber über 34 Milliarden Unterstützung, weil rund 1 Million Menschen aus der Ukraine zu uns geflüchtet sind. Und das dann gegenüber amerikanischen Politikerinnen und Politikern zu erklären, zu sagen, nicht nur, dass wir die Geflüchteten bei uns aufnehmen, den Seitenhieb kann ich mir da meistens nicht verkneifen und zu sagen, sondern sie haben auch Zugang bei uns zur Sozialunterstützung und im Übrigen jeder ist hier krankenversichert. Das hängt nicht vom Geldbeutel ab und ja, das kostet auch und deswegen haben wir eine Ukraine-Unterstützung, die so viel mehr ist als das, was es rein im militärischen Bereich gibt. Die humanitäre Hilfe, die wir vor Ort leisten, den Wiederaufbau von Kinderkrankenhäusern, die Unterstützung bei der Energieversorgung, weil die Hälfte der Kraftwerke mittlerweile zerstört ist. All das ist ja Ukraine-Unterstützung und deswegen gilt auch für mich, dort immer wieder dann deutlich zu machen, was das heißt. Und auch da ist, glaube ich, die Herausforderung, und natürlich bereiten wir uns vor, aber manchmal hilft es auch, sich ganz ruhig hinter verschlossenen Türen vorzubereiten, insbesondere auf Situationen, die nicht nur, weil wir demokratische Wahlen haben, noch nicht vorhersehbar sind, sondern vielleicht auch, weil ein Akteur ins Amt kommt, da kann es so sein oder auch so sein. Also auch das Gegenteil kann ja passieren. Ich habe jetzt ein jüngstes Interview gelesen, wo der ehemalige US-Botschafter unter Trump erklärt hat, nee, das hätte er gar nicht so gemeint mit der NATO. Ihr neuer Amtskollege möglicherweise. Herr Grenell, ja, mit dem hatte ich auch schon intensive Austausche über Nord Stream 2 bekanntermaßen war ich damals relativ kritisch und er fand das gut, aber aus anderen Gründen und ja, ich habe da im Scherz gesagt, also wenn Sie meine Parteikarriere zerstören wollen, dann betonen Sie jetzt noch dreimal, dass wir einer Meinung sind. Aber das zeigt so ein bisschen, dass wir an der Stelle eben nicht einfach vorhersehen können, wie die eine neue Administration dann bei solchen Fragen aufgestellt sein könnte, weil sie damals zum Beispiel mit Blick auf Nord Stream 2 ja nicht die noch in Deutschland eher gängigere pro-russische Haltung unterstützt haben, sondern da sehr kritisch unterwegs waren. Wenn ich da nochmal nachfragen darf, aus der Perspektive des Trump-Lagers geht es ja nicht nur um das Aufrechnen, also ja, wir bezahlen mehr, als es auf dem Papier aussieht bei den Waffen, sondern es geht ja um die Frage, warum sollen wir überhaupt helfen? Also warum ist das überhaupt unser Konflikt? Wenn sich jetzt eine Administration unter Trump, eine amerikanische Administration dazu entscheiden würde, wir steigen aus, wir machen nicht mehr mit. Was passiert dann in der Ukraine und hängt davon ab, dass die Amerikaner dabei sind, dass die Ukraine das schaffen kann oder ist es dann vorbei? Also ich würde es gerne auch auf die Gefahr hin, dass es dann einen Ticken länger wird, in zwei oder drei sogar Blöcke unterteilen. Weil einen Teil der Frage hatten Sie auch gerade gestellt, hatte ich jetzt noch nicht explizit drauf geantwortet. So oder so. Also erstens unabhängig, wie das mit der Ukraine weitergeht und auch unabhängig, wie die Wahlen in den USA ausgehen. Das habe ich öffentlich gesagt, das hat Boris Pistorius öffentlich gesagt, der Bundeskanzler hat es öffentlich gesagt. Unabhängig davon, wer demnächst in den USA regiert, wir nennen das dann, der europäische Pfeiler in der NATO muss stärker werden, weil wir gerade auch in Deutschland immer davon ausgegangen sind, wir leben auf einem Friedenskontinent, wir haben diese großartige Europäische Union, wir haben alles dafür getan, mit Abrüstungsverträgen in der OSZE auch. Das wird hier von manchen Parteien mittlerweile negiert. Es hat ja den NATO-Russland-Rat mal gegeben. Das heißt, aus meiner Sicht ist es nicht nur eine Fake News, ja, sondern eine bewusste Darstellung der Unwahrheit. Die NATO wäre aggressiv gegenüber Russland vorgegangen. Es hat Zeiten gegeben, da haben NATO und Russland im NATO-Russland-Rat zusammengearbeitet. All das hat Putin aufgekündigt. Und die Warnzeichen, die die Balten und andere gesehen haben, die haben wir leider in Deutschland viel zu spät gesehen. Und deswegen haben wir auch mit Blick auf unsere eigene Verteidigungsfähigkeit nicht das investiert, was andere investiert haben. Das waren Dinge der Vergangenheit, auch meine eigene Partei, auch ich persönlich habe gedacht, wir werden hier ewig in Frieden weiterleben können. Wir können jetzt die Vergangenheit nicht ändern, aber wir können es für die Zukunft besser machen.
Und deswegen nochmal, unabhängig von dem, wie die Wahl ausgeht, wir müssen mehr in unsere eigene Sicherheit investieren. Und deswegen hatten Pistorius und ich ja so deutlich gemacht, wir brauchen auch einen Sicherheitshaushalt, der das entsprechend widerspiegelt. Und das heißt dann auch für die Demokraten in den USA, dass eben innerhalb der NATO sich die Beiträge dort verschieben werden. Das hat ja bereits bei der Jubiläumsfeier auch schon genauso stattgefunden, dass sehr, sehr viele andere Länder, nicht nur Deutschland, das 2% Ziel erreichen. Der zweite Teil der Frage, was bedeutet das für die Ukraine und was bedeutet das für uns selber? Natürlich wäre das für die Ukraine ein absolutes Desaster, wenn es die Unterstützung und nicht nur der Amerikaner, sondern von uns nicht mehr gäbe. Und das argumentiere ich auch immer viel mit denjenigen, die hier in Deutschland mich auffordern, die Unterstützung für die Ukraine einzustellen. Dann gerade auch in Schulklassen in Brandenburg, wo ich ja lebe, das mache ich dann hinter verschlossenen Türen, einfach mit den Schülern zu diskutieren, zu sagen, ich kann das verstehen, dass ihr vielleicht sagt, kann man das Geld nicht anders ausgeben. Aber für mich ist Ehrlichkeit wichtig. Dann müsste ich jetzt aus eurem Klassenraum rausgehen und dann uns allen wünschen, dann hoffen wir mal, dass die Truppen nicht bis an die polnische Grenze und dann vielleicht zu uns sogar weiter fortmarschieren, die russischen Truppen. Und dann kommt dann oftmals, ja, aber warum denn jetzt Polen oder wir? Und auch da immer, ich bin ein großer Freund von, in einer Welt von Fake News, alle ziehen mal das Handy raus und alle googeln mal. Ja, weil die Ukraine hier liegt, dann kommt Polen und dann kommt auch schon Brandenburg und damit auch Deutschland. Und dieses Verständnis, wenn wir die Ukraine nicht weiter unterstützen, nicht nur sich selbst zu verteidigen, sondern damit die russischen Truppen bei ihrem Vormarsch, das sagt ja Putin jeden zweiten Tag, was sein Ziel ist, die gesamte Ukraine einzunehmen, wenn wir das nicht unterstützen, dann ist unsere eigene Sicherheit maximal gefährdet. Und deswegen tun wir genau das. Und das ist auch eben natürlich die Unterstützung der Amerikaner. Und das ist jetzt der dritte Punkt und dann komme ich auch zum Schluss. So wie Sie das jetzt dargestellt haben, alle bei den Republikanern sagen, wir stellen die Unterstützung ein. Das ist nicht meine Wahrnehmung, sondern die vielen Gespräche. Ich sage das Trump-Lager. Aber das Trump-Lager sind ja die Republikaner. Also das ist ja der Kandidat der Republikaner. Und da gibt es erstens in der Absolutheit so gut wie keinen, selbst wie gesagt, Grinnell und andere haben das mittlerweile relativiert, weil auch in den USA vollkommen klar ist und auch in einer Logik, die Trump jedenfalls in der Vergangenheit so formuliert hat, ist es ja nicht so, dass er sich freuen würde, wenn andere zeigen, wie mächtig sie eigentlich so sind, sondern natürlich auch in den republikanischen Kreisen vollkommen klar ist, was es bedeuten würde, wenn sich ein Sicherheitsratsmitglied, was ja Russland ist, damit durchsetzt, einen Aggressionskrieg nicht nur zurück auf den europäischen Kontinent gebracht zu haben, sondern wieder in die Welt, was dann alle stillschweigend zur Kenntnis nehmen. Damit ist, glaube ich, die internationale Sicherheitsordnung komplett kaputt und zerstört worden. Und daher ist das eine Debatte, die auch bei den Republikanern so in der Absolutheit nicht geführt wird. Trotzdem sagen Sie, wir müssen verteidigungsfähig werden. Boris Pistorius, der Verteidigungsminister, sagt, wir müssen kriegstüchtig werden. Das ist vielleicht ein Wort, das Sie nicht verwenden werden, aber Sie sagen, wir müssen uns verteidigen, wir müssen diesen europäischen Pfeiler aufbauen. Ist das ohne eine Einführung oder Wiedereinführung, sie ist ja nur ausgesetzt, der Wehrpflicht möglich? Brauchen wir die Wehrpflicht? Also wir brauchen auf jeden Fall mehr Soldatinnen und Soldaten, weil wir das, was wir in der Vergangenheit, hatte ich ja eben schon kurz geschrieben, möchte ich nicht wiederholen alles, aber die Vorstellung, dass wir uns selber nicht mehr verteidigen müssen, die hat leider Putin zerbombt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wir hatten eine Friedensordnung innerhalb Europas im Rahmen der OSZE, Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit. Diese Organisation, das wissen ja viele hier im Saal, die gibt es seit Jahrzehnten. Und mit dem Einmarsch in der Ukraine, und das weiß ich so ganz genau noch, weil das eine meiner ersten Handlungen war, die ich dann im Dezember, haben wir unsere Amtseide geschworen, im Februar war dieser brutale russische Angriffskrieg. Es gab diese OSZE-Mission, waren auch Deutsche mit in der Mission drin. Helga Schmidt leitet die OSZE, ist eine deutsche Diplomatin. Die waren an der ehemaligen sogenannten Kontaktlinie, die dann sozusagen die neue Kampfeslinie geworden ist, immer in dem Verständnis, das, was Putin ja versprochen hatte, er möchte keinen Krieg beginnen. Und plötzlich hat Putin auch diese OSZE-Mission angegriffen. Da sind Menschen ums Leben gekommen. Wir mussten in einer Notsituation die Menschen versuchen, dort rauszubringen, unsere eigene Botschaft evakuieren. Und das hat natürlich alles verändert. Deswegen habe ich damals gesagt, wir sind in einer anderen Welt aufgewacht. In einer Welt, wo wir uns wieder damit beschäftigen müssen,
wie können wir uns verteidigen in dem Fall, dass Putin nicht in der Ukraine aufhört, sondern dann an die EU und damit auch NATO-Außengrenze kommt. Und deswegen, ja, braucht es mehr Soldatinnen und Soldaten. Jetzt weiß ich aber immer noch nicht, ob sie für die Wehrpflicht sind. Boris Pistorius Vorschläge gemacht, wie wir dazu kommen, hat sich unterschiedliche Modelle angeschaut, auch in Schweden, und hat einen ähnlichen Vorschlag gemacht wie in Schweden, dass man erstmal alle anschreibt, weil wir wissen ja auch, dass solche Prozesse auch in Gesellschaften dauern, und weil wir relativ schnell handeln müssen, dass erstmal alle angeschrieben werden und dann alle männlichen, das ist jedenfalls ein Vorschlag, ist ja noch nicht eingeführt, sich zurückmelden müssen, um zu schauen, ob man nicht dann viel schneller auf mehr junge Menschen kommt, damit wir eben hier in den nächsten Jahren unsere Sicherheit weiter verstärken können. Also eine freiwillige Wehrpflicht. Er hat sie als ersten Schritt genannt, und nochmal, die Frage ist ja immer, machen wir Symbolpolitik oder wollen wir wirklich was verändern? Und in diesen Krisenzeiten, auch im Nahen Osten, ich würde mir auch wünschen, es gäbe endlich Frieden. Das Gleiche gilt für die Ukraine, aber ich lebe nun mal in einer Welt, wo man sich das nicht nur wünschen kann, sondern es geht immer wieder jeden Tag darum, was können wir an diesem Tag bewirken, dass das Leid nicht noch schlimmer wird oder wir im besten Fall sogar Menschenleben retten können. Und deswegen ist bei diesen ganzen großen Fragen, auch bei der Wehrpflicht, eine Debatte darüber, die uns hier alle zerlegt im Land, und wir kommen zu gar keinem einzelnen jungen Menschen mehr, der sagt, ich kann mir das vorstellen in der Bundeswehr. Aus meiner Sicht das Gegenteil von Sicherheit, und daher fand ich es sehr klug, dass Boris Pistorius so einen Vorschlag gemacht hat, der natürlich freiwillig erstmal ist, aber deutlich macht, dass wir dringend, dringend mehr junge Menschen auch für die Bundeswehr brauchen. Ach so, und ich möchte betonen, nicht nur junge Menschen, weil das eben ja auch nicht nur eine Frage von jungen Menschen ist, sondern generell, dass wir uns alle miteinander besser schützen. Gleichzeitig ist das ja eine Debatte, von der Sie sagen, dass sie schwierig wäre. Jetzt gibt es ja auch die Diskussion um die Stationierung von Mittelstreckenraketen in Deutschland. Die Union kritisiert, dass die Bundesregierung diesen strategischen großen neuen Schritt ohne öffentliche Debatte so wegnuschelt. Ja, und liegt das auch daran, dass die SPD, aber vielleicht auch ihre Partei, sich an der Basis sehr schwer tun, damit Waffen und Rüstung zu großen Themen in der öffentlichen Debatte zu machen? Also ich glaube, meine Partei in den letzten 2 Jahren, da war eher das Gegenteil der Fall. Also ich wurde öfter mal als Kriegstreiberin beschimpft, was ich nicht nur weit von mir weise, weil ich jeden Tag für Frieden arbeite, sondern weil genau das diese Debatten hier auch so kaputt macht, in einer Polemik und in einer Unsachlichkeit. Krieg und Frieden, das sind ja die schwierigsten Themen, die man sich eigentlich stellen kann. Ich meine, wir alle wünschen uns nur in Frieden zu leben. Und dann gibt es Situationen, wo Akteure, die mit jeglichem Recht und jeglicher Ruchlosigkeit oder mit jeglichem Recht brechen und absolut ruchlos vorgehen, wo man Gewalt nur zurückdrängen kann oder sich verteidigen kann, indem man sich selber schützt. Und in dem Zusammenhang ist auch die Frage mit den Mittelstreckenraketen eine zentrale gewesen, aber eben nicht nur seit erst dem NATO-Gipfel, sondern, und auch da habe ich die Stimmen in der Union sehr unterschiedlich wahrgenommen, weil wir gemeinsam an der nationalen Sicherheitsstrategie gearbeitet haben, die das Auswärtige Amt federführend im dann direkten Anschluss nach dem russischen Angriffskrieg für die Bundesregierung, aber mit den Bundesländern, mit den Kommunen und auch mit dem Parlament koordiniert, und wir genau dort bereits deutlich gemacht haben, nicht nur mit Blick auf den Zustand der Bundeswehr, sondern auch über die Frage, können wir uns eigentlich selber verteidigen, zu dem Punkt gekommen sind, mit den gegenwärtigen Beständen, die wir haben, können wir uns nicht bestmöglich schützen. Und das ist schon sehr diplomatisch formuliert, sondern wir brauchen auch Fähigkeiten, die in einer Situation, wo wir gesehen haben, dass Putin vor nichts Halt macht, in der Lage sind, abzuschrecken. Und ja, das Wort hatte ich wahrscheinlich vorher als Grüne noch nicht so oft verwendet, weil, wie gesagt, ich daran geglaubt habe, dass wir immer für in Frieden auf diesem Kontinent leben, indem wir abschrecken, damit wir dann Waffen gar nicht zum Einsatz bringen müssen. Und deswegen ist die Frage von der Stationierung und auch von Mittelstreckenraketen eine, die wir schon vor 1,5 Jahren nicht nur angefangen haben zu diskutieren, sondern dann zum Beispiel auch auf der Münchner Sicherheitskonferenz der Bundeskanzler in seiner Rede nochmal deutlich gemacht hat. Aber nochmal, man muss das ja nicht als Monstranz vor sich hertragen, sondern es ist eine sicherheitspolitische Entscheidung. Und, es ist nur interessant, weil Ihre Partei ja auch im Prinzip in den 80er Jahren ihre Wurzeln unter anderem in einer Bewegung hat, die sich auch gegen die Stationierung von Raketen gestellt hat.
Und was ich spannend fände zu erfahren, wäre, ob Ihre Partei selbst, also wie Herr Hofreiter steht, wie Sie stehen, das ist ganz klar. Aber was erfahren Sie aus Ihrer Partei? Haben Sie den Eindruck, die Partei hat sich verändert oder meldet sich die Basis und beschwert sich? Also zum Glück hat sich meine Partei seit den 80ern verändert. Schöner Zufall, ich bin in dem gleichen Jahr geboren, wie meine Partei gegründet wurde, deswegen weiß ich sehr genau, wie alt sie ist. Nein, sie ist schon 44 geworden, ich werde das Ende dieses Jahres erst. Die Welt 1980 war eine komplett andere und so wie sich jeder Mensch, ich mich in den letzten 43 Jahren verändert habe, hat das natürlich auch meine Partei getan. Alles andere wäre ja auch ein Desaster. Wir haben zwischendurch die europäische Wiedervereinigung mit Blick auf Osteuropa gehabt. Wir leben in einer ganz anderen Zeit. Wir hatten dann mit Blick auf die Kriege auf dem Balkan eine Situation, das war in den 90er Jahren, wo auch ein grüner Außenminister, hatte er sich auch nicht ausgesucht, aber Außenminister geworden ist zu einem Zeitpunkt, wo es dann einen Völkermord gegeben hat, wo er eine bekannte Rede auf dem Grünen Parteitag gehalten hat, genau zu der Frage, aber das war halt vor über 20 Jahren, als wir Grünen diese Frage gestellt haben, wo er gesagt hat, Joschka Fischer, unsere Verpflichtung ist nie wieder Krieg, aber auch nie wieder Auschwitz. Und wir dann als Grüne so intensiv darüber diskutiert haben, und was ist, wenn diese beiden Werte und unsere Gründungsfundamente in Konflikt miteinander geraten. Dass nämlich ein Völkermord, wie es damals der Fall war, nur verhindert werden kann, wenn, war dann ja auch NATO, wenn man militärisch eingreift. Also diese Diskussion haben wir Grünen in den 90er Jahren geführt. Und im Übrigen bin ich dann irgendwann ein bisschen später noch genau aus diesem Grund in diese Partei eingetreten, weil sie nämlich eine Menschenrechtspartei ist, eine Menschenrechtspartei, die sagt, wir selber setzen unsere Politik niemals mit Gewalt durch. Das ist unser Grundprinzip, das ist auch unsere Verfassung hier in Deutschland. Aber in dem Moment, wo man andere schützen kann, dann ist es auch bei uns in Deutschland so, wäre es unterlassene Hilfeleistung, wenn wir jetzt sehen, da wird gerade jemand vergewaltigt und wir schauen weg, weil wir sagen, wir wollen eigentlich mit so einer Gewalt gar nichts zu tun haben. Das ist sogar strafbar in Deutschland, unterlassene Hilfeleistung. Und ein Polizist ist natürlich verpflichtet, in dem Moment, wo er eine Waffe hat, das Opfer zu schützen und nicht den Täter dadurch zu schützen, indem er sagt, nee, aber von meiner Schusswaffe mache ich jetzt keinen Gebrauch. Und im Prinzip ist genau das Gleiche auch in der internationalen Situation jetzt der Fall. Und weil wir natürlich in der Welt Situationen haben, wo andere Länder, Südafrika war so ein Land, immer gesagt hat, ja, aber die NATO, der trauen wir nicht so ganz. Und dann auch gesagt haben, damals im Apartheidskampf, vollkommen zu Recht, damals stand die Sowjetunion, oder Sie sagen dann Russland, aber es war ja die Sowjetunion an unserer Seite, Westdeutschland nicht. Deswegen wissen wir nicht, wie wir uns gegenüber Russland jetzt verhalten sollen. Habe ich dann nicht die deutsche Verfassung im Zweifel zitiert, sondern Desmond Tutu, der auch damals gesagt hatte, im Falle von einer Aggression oder einem Angreifer und einem Opfer bedeutet Neutralität Unterstützung des Angreifers. Und deswegen, nein, die Diskussion gibt es bei uns in der Partei nicht mit Blick auf, sollen wir die Ukraine unterstützen? Und die Situation, damals war ich glaube ich 2, als ich in der Menschenkette stand, logischerweise haben meine Eltern mich dahin mitgenommen, habe ich nicht mir selbst entschieden, aber damals mit Blick auf Pershing-Raketen, zum einen ging es um nukleare Fragen, das ist heute anders, das möchte ich auch betonen, das behaupten manche falsch in Deutschland, es geht hier nicht um nukleare Bewaffnung. Und es war damals in der Situation, wo wir über Abrüstungsverträge verhandelt haben und viele Menschen auf der Straße gesagt haben, lasst uns doch versuchen, über Abrüstung zu einem sicheren Europa kommen. Jetzt sind wir in der Situation, dass der russische Präsident in den letzten Jahren ganz bewusst Abrüstungsvertrag für Abrüstungsvertrag aufgekündigt oder verletzt hat, Iskander-Raketen in Kaliningrad aufgestellt hat, den INF-Vertrag gebrochen hat, indem er nukleare Fähigkeiten wieder auf den Weg gebracht hat, die Verträge, die eigentlich bei Truppenbewegungen international oder zwischen NATO und Russland vereinbart waren, in den USA und Russland vereinbart waren, all diese Verträge systematisch aufgekündigt. Als das passierte, haben alle nur gedacht, ah, wird schon nicht so schlimm kommen. Jetzt haben wir erlebt, dass es maximal schlimm kommt und deswegen wäre es aus meiner Sicht wirklich verantwortungslos, als deutsche Bundesregierung zu sagen, wir setzen weiter auf das Prinzip Hoffnung, hoffen wir mal, dass es nicht noch schlimmer kommt, sondern es ist die Verantwortung einer Bundesregierung, sich dagegen bestmöglich zu schützen. Schocken.
Wollen wir ein bisschen persönlich werden, Roman? Ja, ich glaube ja. Wir beschleunigen. Aber habe ich gerade so viel Persönliches erzählt? Nein, das ist... Wir kommen etwas Persönlicherem. Vielleicht noch eine kurze Nachfrage. Wie ist es denn eigentlich, wenn man es mit so Schurken zu tun hat, ja? So Gesprächspartnern wie dem Lavrov und so, von denen man weiß, die lügen, die täuschen, die würden sie vielleicht ins Gefängnis stecken, wenn sie könnten. Wie gehen die mit ihnen um? In was für Situationen bringen die sie, um sie das zu spüren zu lassen, dass sie das könnten? Oder tun die das nicht? Sie sprachen das Misogyne eben an. Putin hat ja mal einen Hund mitgebracht, weil er wusste, Frau Merkel hat Angst vor Hunden. Begegnet Ihnen sowas auch? Und offensichtlich hat er umgekehrt Angst vor starken Frauen. Also das war... Weil auch da wieder glaube ich nicht, dass es so Zufall ist, dass er auf Angela Merkel dann plötzlich einen Hund mitbringt. Dass immer wieder im russischen Fernsehen Ursula von der Leyen, Annalena Baerbock, Kaja Kallas, die bisherige Premierministerin von Estland, als Personen, als Frauen gezeigt werden. Der russische Präsident sich überhaupt, ich meine, ich bin die Außenministerin, ich bin ja nicht die Bundeskanzlerin, mit mir beschäftigt, mit der Vergangenheit meines Großvaters und auch in Situationen, also im Bundestagswahlkampf, als ich Kanzlerkandidatin war, gab es so ein ich weiß gar nicht, ein Video oder ein Sharepic war, ich sei eine Prostituierte gewesen. Das kam aus Russland und komischerweise tauchte das vor einiger Zeit in Serbien, auch im öffentlichen Fernsehen, wieder auf. So, das sind nicht alles Zufälle, sondern da sieht man offensichtlich, dass dort aus Russland es ein maximales Problem mit Frauen gibt, zusätzlich zu all dem anderen, demokratische Aufstellung von unserem Land, der Freiheit, der europäischen Friedensordnung und all dem, was dazu kommt. Und wenn ich mal einen Buchtipp geben darf, hier an dieser Stelle, wir sind ja schließlich bei einer Zeitung, Sabine Fischer hat genau darüber ein Buch geschrieben, mit dem Titel kriege ich jetzt chauvinistisches System Putin so ungefähr. Und da ist genau dieses Zusammenspiel zwischen der Frage Imperialismus, Kriegstreiberei und Sexismus. Und deswegen ich nur, weil ich davon überzeugt bin, sondern auch viele andere, die sowas beobachten, auch das Abrutschen dann in Diktaturen, wie stark eben die Frage von Frauenrechten eine Rolle spielt. Und für mich deswegen, was wir vorhin hatten, Frauenrechte auch immer ein Gradmesser für den Zustand von Gesellschaften und auch die Frage von dem Zustand von Demokratien oder Autokratien und Diktaturen sind. Es gibt ja viele große Themen und ein großes, das uns in den letzten Monaten sehr beschäftigt hat, ist der Konflikt, der Krieg in Israel, in Gaza. Der 7. Oktober und die Folgen der Angriffe der Hamas aus Israel und der Gaza-Krieg. Sie kommen aus dem Völkerrecht. Der UN-Menschenrechtsrat wirft Israel Kriegsverbrechen vor. Stimmen Sie dem zu? Auf jeden Fall muss man intensiv überprüfen, wie das Vorgehen der israelischen Armee in den letzten Monaten nicht nur war, sondern, und das habe ich auch immer wieder getan, dass wir als Schulen getroffen worden sind, als Orte getroffen worden sind, die vorher als Schutzzonen ausgewiesen wurden, dass wir die israelische Regierung immer wieder gefragt haben, bitte erläutert uns, wie das sein kann, wenn das Schutzorte waren, die ihr vorher ausgewiesen habt. Wir sind nämlich, das habe ich ja auch öffentlich mehrfach deutlich gemacht, mit Blick auf die Frage, ob es ein Recht auf Selbstverteidigung gibt, vollkommen klar, dass Israel, so wie ich das nach wie vor sehe, jedes Land auf der Welt das Recht hat, sich zu verteidigen. Aber das Selbstverteidigungsrecht kennt eben Grenzen im humanitären Völkerrecht und das bedeutet der besondere Schutz von Zivilisten. Weswegen ich jetzt nicht Ja oder Nein sage, ist, weil aus meiner Sicht es eben dann auch dort so komplex ist. Die Hamas versteckt sich ganz gezielt hinter Zivilisten. Wir haben gesehen, was in einzelnen Krankenhäusern an Waffenlagern gefunden worden sind. Und da Sie mich ja als Völkerrechtlerin angesprochen haben, auch im humanitären Völkerrecht gibt es Regelungen, wenn zivile Orte, da steht dann, missbraucht werden, als militärische Orte verlieren diese Orte ihren Schutzstatus. Deswegen, ich bin nicht in Gaza. Ich kann nicht sagen, ist das ein Waffenlager oder nicht. Ich kann auch nicht sagen, ob die IDF vorher das genau genug geprüft hat oder nicht. Ich habe viele Fragezeichen bei gewissen Maßnahmen, die es gegeben hat. Deswegen haben wir das immer wieder an die Israelis zurückgestellt. Und deswegen habe ich auch so deutlich betont, dafür gibt es internationale Gerichte, die genau das überprüfen. Und zwar anhand von Fakten,
von Erkenntnissen, die ich hier von außen aus Berlin nicht selber habe. Aber das muss überprüft werden und dazu haben wir die israelische Regierung, wie gesagt, auch bei jedem einzelnen Fall immer wieder aufgefordert. Sie haben ja Ihren Ton gegenüber der israelischen Regierung im Verlauf dieses Kriegs verschärft. Den Eindruck konnte man, glaube ich, gewinnen. Jetzt hat die Bundesregierung gerade zusammen mit 20 anderen Staaten vor dem Internationalen Gerichtshof ein gutes Wort für die Regierung Netanyahu eingelegt, die Ihnen sicher nicht sympathisch ist. Ist Ihnen das schwer gefallen? Sie meinen jetzt unsere jüngste Stellungnahme? Genau. Zu dem Haftbefehl? Genau. Das ist kein gutes Wort. Auch da, deswegen danke für die Frage, dann kann ich es auch immer ein bisschen länger noch mal erläutern. Sondern, weil ich es so wichtig finde, das gilt auch mit Blick auf den russischen Angriffskrieg, immer wieder deutlich zu machen, wir verteidigen hier das internationale Recht, weil wenn es kein internationales Recht mehr gibt, dann leben wir in einer Welt der Anarchie und dann setzt sich einfach der Stärkere durch und das ist derjenige mit den meisten Waffen und mit der absoluten Verachtung für Menschlichkeit. Und diese Welt ist einfach die Hölle. Und das Völkerrecht, deswegen mag ich das auch so, schützt Staaten, aber damit ja die Menschen, die dort leben, davor, dass das Recht des Stärkeren gilt und setzt sich dafür ein, dass die Stärke des Rechts gilt. Und das ist jetzt mit Blick auf diese Verfahren, dafür haben wir den Internationalen Strafgerichtshof geschaffen. Deutschland war einer der führenden Länder, die gesagt hat, wir brauchen das, um Völkermörder anklagen zu können, damit am Ende die Gerechtigkeit siegt und Opfer Gerechtigkeit widerfahren. Und das gilt für alle Konflikte und das gilt natürlich auch mit Blick auf den Krieg im Nahen Osten, dass es richtig ist, sich das genau anzuschauen. So, und jetzt kommt das, was wir gemacht haben. Dann haben die Briten beim Internationalen Strafgerichtshof gesagt, wir würden gerne eine Stellungnahme dazu abgeben, mit Blick auf diese Haftbefehle, die es jetzt gegeben hat. Das Gericht hat gesagt, ja, das lassen wir zu und wer noch Stellungnahmen abgeben möchte, der sollte das auch tun. Und unsere Stellungnahme war dann, das ist jetzt sehr technisch, es tut mir leid, aber das war das, was wir gemacht haben, dass in Artikel 17 oder Paragraph 17 des Rom-Statuts steht, Vorrang hat immer die nationale Gerichtsbarkeit. Und ich erwähne das jetzt auch hier so ausführlich, weil mir das wichtig ist. Es geht ja gar nicht darum, dass es ein Weltgericht gibt, was sagt, wir wissen die Dinge vor Ort besser, sondern eigentlich war die ganze Idee des Völkerstrafrechts zu sagen, das Beste ist doch, wenn in Staaten, erst recht in Demokratien selber, das Justizsystem erkennt, da wurden schwerste Straftaten nach dem Völkerstrafrecht, Völkermorde, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen begangen. Also genau das, was wir gerade uns gefragt haben, hat es Fälle von Kriegsverbrechen gegeben. Und Israel ist eine Demokratie. Vor einiger Zeit standen Tausende von Menschen auf der Straße, um für das starke Justizsystem einzustehen. Und deswegen haben wir in unserer Stellungnahme deutlich gemacht, dass wir es wichtig finden, genau diesem Paragraph in dem Rom-Statut Wirkung zu geben, indem nämlich Israel aufgefordert wird, zuerst als Rechtsstaat und Demokratie selber dem nachzugehen. Und dann sieht halt das Rom-Statut vor und ist ein Land dazu, also zu meinen Mitarbeitern hier, jetzt will ich nichts Falsches sagen, ich sage jetzt mal in meinen Worten, vielleicht nicht nach dem Rom-Statut, nicht willens oder in der Lage, dann greift sozusagen subsidiär das. Genau das sagen ja die Kritiker. Die Kritiker sagen, Israel hat eine starke Gerichtsbarkeit, eine sehr selbstbewusste Gerichtsbarkeit, die tut es aber nicht, die verfolgt diese Fragen nicht. Das ist ja das Argument. Genau, das muss ein Gericht dann beurteilen. Wieder, das ist nicht, das ist ja keine politische Frage, das ist eine rechtliche Frage. Und deswegen kann die Außenministerin dazu eine Meinung haben. Aber wenn ich sage, ich will gerade die Unabhängigkeit von Gerichten hochhalten, ist deswegen mein Beitrag oder der Beitrag der deutschen Bundesregierung gewesen, das muss ein Gericht entscheiden, wie viel Zeit haben Staaten dafür, dem selber nachzugehen. Und auch da nochmal, ich mache ja keine Symbolpolitik oder was ich vorhin gesagt habe, ja, indem ich das Blaue vom Himmel verspreche, sondern ich will, dass in der Realität sich was verändert. Und wenn ich möchte, was ich richtig finde, dass auch in Israel genau diese Debatte stattfindet und dann auch dort die Staatsanwälte oder Generalstaatsanwältin ermittelt, da muss ich denen natürlich auch eine Chance geben, anstatt schon vorher zu sagen, ich weiß, die machen das sowieso gar nicht. Und das ist das Gleiche, ich weiß auch, viele hadern damit zu sagen, warum verdammen wir nicht einfach pauschal, was da passiert, mit Blick auf diese katastrophale humanitäre Lage. Jeden Tag zwinge ich mich, und ich muss sagen, zwinge ich mich, Videos anzuschauen aus Gaza.
weil ich es nicht verdrängen will. Und es ist furchtbar. Und wenn ich mir dann noch vorstelle, es sind meine eigenen Kinder, die dort ganz alleine in Kriegstrümmern herumlaufen, man kann es kaum ertragen. Aber hilft es einem dieser Kinder, wenn ich dann auf X oder woanders schreibe, das Allerschlimmste auf dieser Welt, was passiert ist? Oder hilft es ihnen nicht mehr, wenn wir versuchen, alles dafür zu tun, erstens zufrieden zu kommen, aber im Zweifel, was wir machen, dann zum Beispiel ein Kinderdorf zu evakuieren, um die Kinder in Schutz zu bringen? Das rettet dann natürlich nur in dem Fall knapp 70 Kinder. Aber ich glaube, es ist wirkungsvoller, als indem man einfach nur eine scharfe Äußerung gibt. Und das ist nicht immer ist das richtig oder ist immer ist das richtig. Manchmal sind auch harte Worte richtig. Aber in dieser so absolut verfahrenen Situation ist es aus meiner Sicht super wichtig, dass wir sehr, sehr unterschiedliche Gesprächskanäle haben. Und genau das versuchen wir und nutzen wir mit Blick auf Gerichte, mit Blick auf direkte Gespräche zur israelischen Regierung, mit Blick auf die Golfstaaten, mit Blick auf Druck auf Hamas. Auch das möchte ich an der Stelle nochmal sagen. Würde Hamas seine Waffen niederlegen und diese Angriffe einstellen, dann reden wir auch nicht mehr über auf Recht auf Selbstverteidigung, sondern dann würde dieses Argument überhaupt nicht mehr greifen. Deswegen ist auch der maximale Druck auf Hamas und all diejenigen, die sie unterstützen, so wichtig, dass wir endlich zu diesem Waffenstillstand kommen, weil es der einzige Ausweg aus dieser katastrophalen Situation des Gaza-Krieges. Oh. Frau Ministerin, wir hatten im Vorfeld tatsächlich so bei der Vorbereitung das Problem, dass wir dachten, eigentlich kann man natürlich mit Israel einen ganzen Abend und noch mehr Zeit bestreiten. Es nicht zu machen wäre auch falsch und trotzdem werden wir wahrscheinlich diesen Konflikt hier nicht gelöst bekommen. Und zu etwas Profanerem, den Problemen der Ampel. Und im vergangenen Wahlkampf haben wir uns schon mal getroffen in diesem Format. Damals standen die Grünen ungefähr doppelt so gut da wie jetzt in den Umfragen. Auch die Europawahlen liefen nicht so gut. Woran liegt das? Also zum einen, deswegen habe ich gerade ein bisschen nachgedacht, die Zeiten waren ganz andere. Und zum anderen zeigt es aber auch, wie volatil auch bei uns alles ist. Also auch vor 15 Monaten standen wir Grünen ganz anders da. Da waren wir bei 20%. So in 15 Monaten ist eigentlich in der Politik nichts. Und so schnell geht es rauf und runter. Und mit Blick auf die Europawahl, woran lag es? Also da ist meine kurze Antwort. Wenn ich diese eine Antwort hätte, dann hätten wir das ja klugerweise vor der Wahl gemacht. Und das wäre uns dann nicht einen Tag danach eingefallen. Die Situation ist natürlich auch da wieder super komplex. Zum einen in ganz Europa, außer in Italien und in Polen, haben alle Regierungen verloren. Und es ist jetzt nicht eine Richtung, sondern weil man aus meiner Sicht sieht, es gibt eine große Verunsicherung und es gibt eine große Unzufriedenheit, weil es offensichtlich auch so herausfordernde Zeiten sind. Und dann sagen Menschen ihrer Regierung, wir finden, ihr macht das nicht gut, weil ansonsten würden wir uns ja vielleicht auch nicht so unsicher fühlen. Aber es hat dazu geführt, dass in Skandinavien, wo in Dänemark und auch in Finnland konservative oder rechte Regierungen regieren, Sozialdemokraten und Grüne die stärksten Ergebnisse bei der Europawahl hatten. Bei uns, wo SPD, Liberale und Grüne regieren, hatten Konservative und eine rechtsextreme Partei ein starkes Ergebnis. So, das heißt jetzt nicht, dass wir nichts falsch gemacht haben, aber das finde ich wichtig in dieser Zeit, dass nämlich das Hauptthema ist, es gibt eine maximale Verunsicherung, weil wir Krieg haben, wie gesagt, ich meine, wen das nicht verunsichert, weiß ich nicht, der ist sein Leben vielleicht nicht so viel wert. Auch natürlich ist es für mich schöner, in Friedenszeiten Politik zu machen. Wir haben eine Situation, wo wir wirtschaftlich in einer Situation sind, wo wir sehen an Lebensmittelpreisen, dass es schwierig ist. Wir wollten eigentlich als Regierung, wir haben uns ja Modernisierungsregierung genannt oder ganzer Fortschrittsregierung, in Infrastruktur investieren, in Schulen, in die Digitalisierung unseres Landes, in die Schiene. Dann sind wir leider, was ich gerade gesagt habe, in einer Welt aufgewacht, kaum drei Monate danach, wo Russland die europäische Friedensordnung angegriffen hat. Und wir leben in einem Land, wo wir die Schuldenbremse in der Verfassung haben. Deswegen sind wir, weil wir in der Regierung eben keine Einigkeit finden konnten, ob wir diese Schuldenbremse jetzt aussetzen oder modernisieren können, hätte auch die Union noch gebraucht, in der Situation, dass wir so hart abwägen müssen, worin können wir gerade investieren, dass auch etliche Projekte, die wir zum Beispiel als Grüne
im Bereich von Unterstützung von Familien total richtig gefunden hätten oder auch mit Blick auf die Infrastruktur derzeit nicht so stemmen können, wie wir es eigentlich wollten. So, und dann stellt sich die Frage an uns als Partei, als Grüne, ja, hätten wir das stärker thematisieren müssen? Ich glaube, ja, das ist wichtig und richtig, dass wir eben auch in diesen Bereichen, wo wir sagen, da sind wir leider nicht so viel vorangekommen, deutlich machen, wir konnten uns da einiges, hätten uns einiges anders vorstellen können. Und das letzte große Themenbereich ist mit Blick auf die Frage von innerer Sicherheit, Schutz vor Gewalt, Rechtsextremismus auf der einen Seite, Islamismus auf der anderen Seite. Wir hatten diese furchtbare Attacke auf einen Polizisten in Mannheim. Auch das erschüttert mich, erschüttert, glaube ich, viele hier, wo man denkt, so eine Gewalt auf Polizisten, da sind wir ja auch wieder auf Institutionen dieses Landes. Wie gehen wir damit eigentlich um? Auch dieses Sicherheitsthema war jetzt bei uns Grünen nicht eines der Hauptthemen im Europawahlkampf. Auch da haben wir jetzt als Partei ja gerade deutlich gemacht, die beiden Parteivorsitzenden, das hätten wir stärker mit adressieren müssen. So ist es viele unterschiedliche Dinge, die man immer besser machen kann. Und zugleich, das ist für mich persönlich wichtig, aber auch für meine Partei, es gibt in solchen Zeiten, die es noch nie zuvor gegeben hat, wann hat es den Angriffskrieg in Europa so auf diese Art gewesen? Gibt es nicht einfache Schwarz-Weiß-Antworten? Und das Fatale wäre, selber auch in Populismus zu verfallen und zu sagen, wir richten uns jetzt im Zweifel nur nach Stimmung aus, heute Hü, morgen Hot. Das ist genau die Verunsicherung, die dann dazu führt, dass Demokratien ins Wanken geraten. Und deswegen ist es aus meiner Sicht wichtig, in solchen Situationen auch manchmal Entscheidungen zu treffen, wo einem vielleicht der Druck öffentlich den Wind so richtig ins Gesicht blasen lässt, wo man aber sagt, wir sind davon überzeugt, dass das die richtige Entscheidung ist, zum Beispiel in unsere Sicherheit zu investieren und jetzt auch in unsere Bundeswehr zu investieren, auch wenn das jetzt nicht im grünen Wahlprogramm vor 3 Jahren drin gestanden ist. Jetzt genau, dachte ich, Sie haben fast das Vorurteil bestätigt. Ja, liebe Frau Baerbock, wir danken Ihnen für das Gespräch. Danke, dass Sie sich so ausgiebig Zeit genommen haben. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von Zeit, Zeit Online und Phoenix, die waren nämlich auch oder die werden das auch anschauen können. Wir freuen uns, dass Sie alle dabei waren bei Eine Stunde Zeit mit Annalena Baerbock. Das nächste Gespräch gibt es am 19. September mit dem schon erwähnten Verteidigungsminister Boris Pistorius hier in Hamburg im Thalia Theater. Und da wird in bewährter Manier mein Kollege Roman Plätter dabei sein und unsere Kollegin Mariam Lau. Genau. Und jetzt habe ich hier einen völligen Zettelsalat. Ja, deswegen genaueres dazu, das finden Sie auf jeden Fall in der Zeit, auf Zeit Online. Und auf den Seiten der Freunde der Zeit, da können Sie sich auch um Tickets kümmern und um weitere Gespräche. Aber viel wichtiger ist, Frau Baerbock, das war eine sehr leidenschaftliche und ganz wundervolles Gespräch. Wir freuen uns sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und deswegen bitten wir Sie jetzt noch einmal um einen donnernden Applaus für unseren Gast. Vielen Dank. Baerbock würde gerne noch was vielen, sagen. Weil ich so kurz bisher nur geredet habe. Nein, ich wollte sagen, vielen Dank für die Einladung und vor allen Dingen Ihnen einen schönen Sommer, weil in so turbulenten Zeiten finde ich, dass wir alle auch ein bisschen Ruhe und Urlaub verdient haben. Also eine schöne Sommerzeit, das war sehr schön hier bei Ihnen in Hamburg. Danke.